Ja, wunderschönen guten Morgen an alle. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Frühstück, ein ganz besonderes Digital Breakfast, weil ja zum ersten Mal hat ein Startup quasi gesagt, okay, das wird die primäre Veranstaltung für ein Go-to-Market. Also heute ist der offizielle Start für Fiasko. Und da darf ich den Önder Aslan und den Haran Koskun recht herzlich begrüßen und die haben auch noch zwei Gäste mitgebracht, den Carsten Stöcker und den Nils Unverricht und die werden dann auch ja auch noch mal zu Wort kommen und ich denke, das wird sehr, sehr spannend werden und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne in den Chat. Ich werde den Chat betreuen und wir werden die Fragen je nach Situation vielleicht die ein oder andere auch sofort machen. Ihr könnt auch gerne reinkrätschen mit dem Ton. Das haben die beiden mir gesagt, ja. Also wenn einem das ganz, ganz extrem auf den Fingern brennt, dann einfach melden. Also wir wollen das hier auch sehr interaktiv gestalten. Und ja, der Link kommt gleich, habe ich gerade gelesen. Und ja, ihr beiden, dann übergebe ich mal das Wort an euch. Es ist eure Bühne. Viel Spaß. Guten Morgen alle zusammen. Ich bin der Önder. Morgen. Schönen guten Morgen, hier ist der Harun. Wie der Thomas schon angekündigt hat, haben wir uns quasi ein paar Aufgaben auch im Kfz-Bereich, im Aftermarket angenommen, ja, und sehen den Prozess der Kundendigitalisierung, wie auch die Digitalisierung der Branche, als eine Aufgabe, die wir uns angenommen haben und sehen deswegen auch den Prozess der Zukunft, wo wir gerne mitgestalten würden, einfach, ja. Ja, vielen Dank nochmal an Thomas, dass du uns hier begleitest bei unserer Ja. Markteinführung. Und wir haben ein paar Gäste mitgebracht. Das Thema Kundendigitalisierung ist natürlich wirklich in aller Munde. Es ist ein sehr, sehr aktuelles Thema. Deswegen haben wir auch den Nils heute als Gastredner mit dabei, der von der Zukunftswerkstatt 4.0 kommt. Fiasko ist Technologiepartner von der Zukunftswerkstatt. Und der Nils wird dazu ein paar einleitende Worte sagen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier einen kurzen Gastbeitrag hinzufügen darf. Erst einmal ein paar kurze Worte zu der Zukunftswerkstatt. Wir sind ein Innovationsschaufenster für den Automobilbereich. Das heißt, wir wollen Autohausunternehmen über Zukunftstrends, Innovationstrends informieren und die bei uns vor Ort in Esslingen bei Stuttgart ja, zum Ausprobieren bereitstellen. Das heißt, die Leute können bei uns vorbeikommen, Autos, Unternehmen, Zulieferer, Hersteller und sich neue Produkte aus dem Automobilbereich, aus dem Kfz-Gewerbe anschauen und vor Ort ausprobieren. Genau, wir haben für uns fünf wesentliche Transformationsfelder ausgemacht. Das ist einmal sind einmal alternative Antriebstechnologien, die Konnektivität zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur. Dann automatisierte Fahrsysteme und neue Werkstoffe, die immer mehr in neuen Fahrzeugen zur Verwendung kommen. Aber vor allem auch die Digitalisierung, die sicherlich der stärkste Veränderungstreiber im Moment ist und auch immer stärker wird, vor allem in der Kundeninteraktion. Da werde ich jetzt mal ein kurzes Beispiel machen. Wenn zum Beispiel ein Kunde oder beziehungsweise ein Kundenfahrzeug in die Werkstatt muss für Inspektion oder Wartung, Reparatur, will der Kunde so wenig Zeit wie möglich in der Werkstatt verbringen, sondern am liebsten so viel wie möglich von zu Hause auf der Couch mit seinem Handy abwickeln. Sei es die Terminvereinbarung, dass er die online machen will, ob es eine Videoberatung ist, dass er einen Erweiterung des Auftrags absegnen kann oder ein digitales Bezahlsystem. Er will so viel wie möglich online machen und so wenig Zeit in der Werkstatt verbringen. Und diesen Trend haben meiner Meinung nach die Herren von Fiasko sehr gut aufgenommen und entdeckt und für ihren Bereich eine sehr gute Lösung entwickelt. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir sie als Kooperationspartner für die Zukunftswerkstatt entwickeln können. Und ich denke, sie werden ihre eigene Anwendung jetzt ja, fachgerecht vorstellen und einen sehr guten Eindruck davon vermitteln. Ja, vielen Dank, Nils. Ja, das ist so ein Bild von mir, wo ich eigentlich so gern habe oder sehr gern sehe, weil das beschreibt eigentlich so diesen Alltag aus der Werkstattseite ganz stark. Ich auch als Werkstattinhaber
Bin ich immer wieder ein bisschen erschreckt, weil ich sage, wir reden nur von Digitalisierung und wir Werkstätte haben eigentlich immer mehr Papierkram. Und Digitalisierung heißt nicht, eine PDF auszudrucken, sie zu unterschreiben und wieder einzuscannen. Ja? Das ist nicht ein Teil von der Digitalisierung. Ich glaube auch, dass einfach das Daily Business, was eine Werkstatt am Tag zu bewältigen hat, ist anstrengend genug, sodass man sich ja nicht bei vielen Dingen, die man automatisiert erstellen kann, gerade die Kundeninteraktion, Terminierung etc. und auch der Verwaltungsaufwand im Büro bzw. in der Annahme einfach viel kompakter gestaltet werden muss. Das ist das, was wir erkannt haben und wo wir auch ganz sicher auch das Verbesserungspotenzial bzw. auch das Potenzial sehen, wo die Werkstatt einfach auch viel Zeit und auch Geld sparen kann. Ja? Und auch von den Personalien, das heißt vom Personal einfach auch sehr unterstützt wird mit den ganzen Systemen. Ja. Hinzu kommt auch noch, dass wir natürlich immer mehr Player in diesem Geschäft haben. Es kommen Schadensteuerer hinzu, es kommen Versicherungen hinzu, der Kunde selber natürlich, die Flotte, die Leasing und so weiter. Und jeder möchte natürlich Transparenz haben, möchte immer wissen, was ist aktuell der Stand der Technik, der Stand der Dinge. Und wie weit ist das Fahrzeug? Und das spielt natürlich auch dann letztendlich für die Digitalisierung, weil man dadurch dann die entsprechenden Kanäle wirklich bereitstellen kann, die Schnittstellen definieren kann zu den relevanten Systemen und Partnern, um dort dann entsprechend diese Transparenz zu bieten, die wirklich mittlerweile sehr, sehr gefordert wird. Der Nidl hat es auch noch schon angedeutet, ich meine, der Kunde, wir haben ein Verändern des Kundenverhaltens. Es ist nicht mehr so, dass der Kunde wirklich da sich Zeit nehmen will, in die Werkstatt fahren will, sondern er möchte das am liebsten von zu Hause machen, direkt nachdem er seine Amazon-Bestellung erledigt hat und dann auch noch trackt, wo sein Paket ist. Es geht genau in diese Richtung, dass er halt seinen Werkstatttermin dann entsprechend auch online, digital bucht. Und auch die ersten Feedbacks, die wir jetzt durch die Einführung von unserer Plattform bekommen, ist wirklich aber auch im älteren Semester, dass da wirklich sehr, sehr positive Resonanz kommt. Und wir genau dieses Kundenverhalten, diese Veränderung des Kundenverhaltens bereits heute schon spüren. Ja, zwei Punkte noch dazu. Grundsätzlich ist es uns allen eigentlich bekannt, dass es technisch schon lange möglich ist, solche Schnittstellen, beziehungsweise Kommunikationen zwischen unterschiedlichen Systemen zu schaffen. Die Aufgabe haben wir uns angenommen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch zu sagen, wir haben ganz klar auch die Werkstatt, vor allem sehr stark die Werkstatt im Auge, weil wir den Prozess in der Werkstatt, beziehungsweise für die Werkstatt auch ganz einfach gestalten möchten. Ja. Das ist ganz wichtig für uns. Das ist auch ein Main Point, wo wir uns ganz, ganz klar positionieren. Ja. Das dazu noch. Ja. Deswegen haben wir unsere Köpfe zusammengetan. Das ging natürlich auch einher mit der Übernahme von dem Öndel, seinem zweiten Betrieb. Also wir haben unsere Plattform direkt aus der Praxis entwickelt, was wirklich sehr, sehr positiv aufschlägt, weil wirklich, wenn man mit dem Leid des Lack- und Karosserieherstellers beziehungsweise der Werkstatt das Ganze betrachtet, dann ist es trotzdem nochmal anders als Außenstehender, das Ganze versucht zu optimieren. Deswegen waren dann wirklich ganz, ganz früh auch solche Fragestellungen wie, brauche ich denn wirklich jeden Mitarbeiter an beiden Standorten? Kann ich nicht Synergieschlüsse erzielen und das Ganze effektiver gestalten? Waren wirklich schon ziemlich früh da. Und wir haben daraus versucht, einen Schuh zu gestalten. Der Schuh ist mittlerweile gewachsen, dass wir einen Stiefel draus gemacht haben. Und wir möchten euch gerne zeigen, was für eine Plattform wir entwickelt haben. Wir haben uns natürlich dem Thema mit dem Kunden stark fokussiert. Das bedeutet, der Kunde bekommt eine Web-App, also Web-App, die ist nicht download, man muss sie nicht downloaden und kann sie direkt auf dem Handybrowser verwenden. Der Kunde verwendet diese Web-App und kann seinen Schaden digital erfassen und der Werkstatt zusenden. Man muss es so sehen, das ist ganz einfach gestaltet auch für den Kunden. Das heißt, man nimmt den Kunden bzw. den Fahrzeugnutzer, nimmt man eigentlich an der Hand und kriegt alle Informationen, die für die Werkstatt oder für Leasing, für Flotte, für wen auch immer, für alle Marktteilnehmer relevant sind, quasi auf eine Oberfläche gefiltert und nur mit den nötigsten Informationen, sodass man aber damit auch weiterarbeiten kann. Natürlich immer in der Qualität, wie es auch die Marktteilnehmer brauchen. Ja? Und um auch eine Aussage treffen zu können gegenüber dem Fahrzeugnutzer. Hinzu kommt auch die Fiasco-Chat, das heißt, man hat die Möglichkeit, mit dem Kunde
mit dem Fahrzeugnutzer, egal wem auch immer, auch dann zu kommunizieren über den Chat. Das heißt, über einen Kanal zu chatten. Ich meine, wir haben, man kennt es ja jeder, eine Nachricht kriegt man per Mail, die andere kriegt man per WhatsApp und es gibt ja unterschiedliche Chatmöglichkeiten und. Und wir möchten es einfach so einfach wie möglich gestalten, wie das alles wirklich gebündelt auf einer Oberfläche ist. Ja. Genau. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Werkstatt, die diese ganzen Daten entsprechend digital aufbereitet bereits zur Verfügung gestellt bekommen und sich so ein Bild von der ganzen Anfrage machen können. Dann ging das entsprechend weiter, dass wir gesagt haben, hey, diese digital aufbereiteten Daten, die kann man mit Sicherheit auch dann digital verarbeiten, dass wir mittlerweile es so gemacht haben, dass wir der Werkstatt eine Kalkulation zur Verfügung stellen. Ja. Genau, es kann die Werkstatt sein, Leasing, Flotte, wer auch immer, genau, die Marktteilnehmer. Genau. Und durch diese Verfügungstellen von der Kostenkalkulation verringern wir natürlich diesen Verwaltungsaufwand auf der Werkstattseite enorm, weil die Werkstatt jetzt nur noch ganz kurz über diesen Kostenvoranschlag drüber fliegen muss. Es gibt Einzelfälle, wo noch das eine oder andere angepasst wird, aber mit einer sehr, sehr hohen Zuverlässigkeit bereits schon die Kalkulationen fertiggestellt sind, dass wir, beziehungsweise dass die Werkstatt dann direkt sein Angebot wieder über die App an den Kunden verschicken kann und der Kunde dann daraus direkt seine entsprechenden Dokumente signieren und den Termin für die Reparatur buchen kann. Vielleicht kommt auch die eine oder andere Frage jetzt auf. Ich meine, wie zuverlässig so eine KI bzw. so eine Kalkulation, automatisierte Kalkulation sein kann. Ich kann Sie davon überzeugen gerne, ja. Sie ist sehr, sehr, sehr zuverlässig. Also wir reden hier von einer Quote von über 90%. Also deswegen an der Stelle, wir würden Sie gerne davon überzeugen. Ja, ja es ist ja auch so, die KI, die hört ja nicht auf zu lernen, ja. Die macht ja 24 mal 7. Das heißt, wenn er jetzt schon 90% hat, das ist ja schon gigantisch, ja. Mit jedem Fall, der auf der Plattform ja weiter abgebildet wird, werdet ihr besser. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr irgendwann bei 98% seid und 2% ist dann irgendwie noch absolutes Sonderlocken, weil es ein Auto ist, was nur 5-mal gebaut wurde oder was jemand umgebaut hat oder ich weiß es gar nicht, ja. Also ja, Thomas, wir müssen auch vorsichtig sein, der Begriff KI ist ja so ein Begriff, was in allem Munde ist. Ja? Genau. Ja. Wir reden hier von einem Algorithmus, quasi Machine Learning. Ja? So genau. Das wird besser und besser Tag für Tag. Und wir sind mit dem Ergebnis heute schon sehr zufrieden, Gott sei Dank, und können auch damit quasi auch dann auftreten. Mhm. Ja gut, das kennen wir. Ich sage jetzt mal so ins Unreine gesprochen, ihr könnt ja noch so einen Gamification-Ansatz reinmachen. Wenn es dann noch beurteilt wird, wie gut oder wie schlecht war das, ja, dann lernt das System ja nochmal. Ja, das wäre dann das Reinforcement Learning, also über Belohnung und Bestrafung. Und dann wird es sicherlich nochmal einen Schub geben, ja. Also ganz sicher, da kommen wir aber auch später dazu, dass wir quasi auch gemeinsam mit dem Marktteilnehmern oder beziehungsweise mit der Plattformnutzern dann natürlich wir dann auch besser werden können. Die Ergebnisse für die Plattformnutzer dann auch immer besser und besser werden. Ja. Genau. Der Öndel hatte es zu Anfang schon mitgeteilt gehabt, man muss, wenn man dem Kunden jetzt so eine Möglichkeit gibt, seinen Schaden digital zu erfassen, den muss man wirklich an die Hand nehmen. Wir haben bereits früh gemerkt, dass wenn man einem Kunden sagt, bitte fotografier doch deinen Schaden, dass dann alles Mögliche an Bilder kommen, aber wirklich so elementare Bilder, da ein bisschen weiter weg, also da wird der Kratzer wirklich, wird da richtig reingezoomt und man weiß gar nicht, welches Bauteil da entsprechend betroffen ist. Und das ist natürlich auch wichtig für die entsprechende digitale Verarbeitung von den ganzen Daten, dass man die Bilder auch in einer gewissen Logik entsprechend erstellt. Deswegen gehen wir hier nochmal auf die Web-App ein. Auf der linken Seite sieht man dann, in welcher Form wir den Kunden führen. Er muss mindestens 4 Bilder machen, kann natürlich optional viel, viel mehr Bilder noch entsprechend hochladen. In einem weiteren Schritt hat er dann seinen Fahrzeugschein zu scannen. Wenn ein Fahrzeugschein nicht abgescannt werden möchte, kann man natürlich das Ganze auch manuell eintragen beziehungsweise auch an der Windschutzscheibe die Fahrgestellnummer einscannen. Und dadurch haben wir dann diese ganzen Daten, die dann digital aufbereitet sind. In einem nächsten Schritt möchten wir gerne dem Kunden die Möglichkeit geben, anhand von so einem 3D-Fahrzeug, jetzt sieht man es gerade im Bild,
seine beschädigten Bauteile mit der Schädigungsart zu wählen. Das bedeutet, dadurch bekommen wir nochmal eine Zuverlässigkeit rein, wo wir sagen, hey, dieses Bauteil ist auf jeden Fall richtig erkannt worden und es ist auch genau das, wo der Kunde entsprechend anmerkt für die Reparatur. Ja, ja, grundsätzlich auch bei dem Informationsaustausch mit dem Fahrzeugnutzer an sich, Kunde, ist es so, dass wir immer unter Berücksichtigung von den Datenschutzregelungen immer arbeiten. Ja. Das heißt, das ist immer alles im Rahmen des Möglichen, auch Machbaren und Erlaubten. Genau. Deswegen nehmen wir auch wirklich die Schwelle so weit runter wie möglich. Datenschutz ist ein ganz, ganz großes Thema natürlich in komplett Europa, wobei das natürlich wirklich eigentlich weltweit sein sollte. Es ist auch so, dass wir da wirklich von dem Kunden eine E-Mail-Adresse verlangen und nur die E-Mail-Adresse. Optional hat man natürlich die Möglichkeit, noch weitere Daten hinzuzugeben, wobei das alles wirklich rein freiwillig ist. Das bedeutet aber, ich meine, die E-Mail-Adresse benötigen wir, um auch entsprechend das Angebot wieder zurück an den Kunden zu senden, dass er sich wieder auch in die App einloggen kann und seine ganzen Kostenvoranschlag im Detail anschauen kann, die Services, die dort entsprechend mitgezeigt werden. Und da kommen wir auch auf das mittlere Bild dann. Der Kunde bekommt dann in dieser Form beispielhaft sein Angebot zur Verfügung gestellt. Es ist natürlich nie einfach für die Werkstatt zu sagen, beispielsweise dein Schaden kostet 1.000 Euro. Und später während der Reparatur stellt sich dann fest, dass man vielleicht noch ein paar Kleinteile verwendet hat und so weiter. Deswegen sagen wir auch, dass wir diese Transparenz dem Kunden übermitteln müssen und eine Preisrange angeben. Und diese Preisrange ist dann entsprechend sehr, sehr flexibel gestaltbar in drei unterschiedliche Kategorien, die dann die Werkstatt angibt mit den Zusatzservices wie Mietwagen, ein Hol- und Bring-Service, eine Innen-Außenreinigung und so weiter. Hinzu kommt natürlich dann auch die Reparaturvereinbarung. Ich meine, man ruft den Kunden an, man erreicht ihn. Also Termine können wir vereinbaren, kann die Werkstatt quasi vereinbaren mit dem Fahrzeugnutzer. Auch Besichtigungstermine. Ja? Und das ist alles digital. Ich meine, ganz rechts sieht man dann auch die Chatmöglichkeit. Ja? Ganz simpel aufgebaut, ganz sympathisch aufgebaut. Genauso wie es der Kunde grundsätzlich auch von den anderen Chatmöglichkeiten her kennt. Das heißt, da ist ein Wiedererkennungswert. Der Kunde fühlt sich gleich wie zu Hause. Der weiß ganz genau, wie es funktioniert. Und auch die Werkstatt hat quasi eine Möglichkeit, mit Kunden zu interagieren. Ja, das ist, und das so einfach wie möglich. Auch auf der Werkstattseite ist es dann auf dem PC oder auf dem Handy abbildbar. Also sehr, sehr, sehr flexibel. Ja. Für uns war das wichtig, auch natürlich das User-Interface beziehungsweise die User-Experience auch so zu gestalten, dass es wirklich auch alles sehr, sehr selbsterklärend ist. Das Gleiche zählt natürlich auch für die entsprechende Werkstattseite. Auf der Werkstattseite haben wir einen Manager zur Verfügung gestellt, wo dann entsprechend diese Anfragen ankommen, die entsprechend dort analysiert werden können und auch dann die Kalkulation von dort aus angestoßen werden kann. Ja, genau. Dort sieht man die ganzen Daten wieder komplett aufbereitet. Man kann sich dann entsprechend ein Bild von dem Ganzen machen und kann dann auch entscheiden, hey, jetzt direkt die Kalkulation anstoßen oder hey, das ist irgendwie eine komische Anfrage. Brauchen wir nicht. Der große Vorteil ist auch, dass wir die entsprechenden Schnittstellen definiert haben, um direkt in die DMS-Systeme reinzuschreiben. Das heißt, dieses lästige Abtippen mit den ganzen oder Fahrzeugschein kopieren und dann das entsprechend in die DMS-Systeme eintippen, Fahrzeugnutzerdaten und so weiter, das entfällt alles, weil diese digital aufbereiteten Daten, die sind bereits vorhanden und die tun wir dann über diese intelligenten Schnittstellen dann entsprechend den relevanten Systemen zur Verfügung stellen und lösen auch entsprechend dann eine Kalkulation aus. Und die Werkstatt bekommt auch diese Kalkulation nicht anhand von einem Preis, sondern anhand von entsprechenden Arbeitswerten und Ersatzteilen, die dann natürlich auch in dem DMS-System entsprechend direkt zur Verfügung stehen und auch dann für die spätere Rechnungserstellung und so weiter alles dann bereits vorhanden ist. Das bedeutet, wir tun wirklich diesen Verwaltungsaufwand auf der Werkstattseite dadurch wirklich erheblich minimieren, weil das entsprechend wirklich mit intelligenten Schnittstellen zur Verfügung gestellt wird. Genau. So wie der Aaron gerade gesagt hat, dass wir den Prozess in Verwaltung administrativ einfach so gering wie möglich halten, möchten wir natürlich im Gegenzug, sag mal, auf der anderen Seite steht dann das Kerngeschäft, wo wir die Zeit einfach dafür gewinnen möchten. Wir möchten den Mitarbeitern, den Kollegen einfach mehr Zeit geben dazu, dass sie sich um die Qualität der Arbeit in der Werkstatt, um die Prozesse in der Werkstatt quasi kümmern können. Ja. Ganz kurz. Ich muss da schwierig reinkrätschen. Die Jungs sind kaum zu stoppen. Also, Frage an DMS. Ich weiß, ob jeder weiß, was sich hinter DMS verbirgt.
Was ist das Dokumentenmanagementsystem? Dokumentenmanagement, ja, weil es gibt ja mittlerweile, wenn man drei Buchstaben eingibt, gibt es ja für jede drei Buchstabenkombination 500 Kombinationen. Deswegen also Dokumentenmanagementsystem, okay. Und dann schließe ich direkt nochmal eine Frage an. Vom Frank, ist die Plattform ausschließlich für Pkw-Markt oder auch für Nutzfahrzeuge? Grundsätzlich ist es so, dass die Oberfläche für alles genutzt werden kann. Wir uns aber mit der KI aktuell auf den Pkw-Sektor fokussiert haben und den erst ausbauen. Ja? Mhm. Auch nochmal kurz dazu, Thomas, ist so, dass DMS, das haben wir uns auch schon auch bei der Gestaltung der Folien auch gedacht, dass es natürlich Erklärungsbedarf gibt bei dem Wort DMS. Das sind die Master-Systeme, die es auf dem Markt schon gibt, die Kalkulationen auch haben, Fahrzeugdaten. Das sind die Systeme, mit denen wir auch quasi kooperieren, beziehungsweise auch Schnittstellen dazu haben, ja, und für uns auch elementar wichtig sind. Kann ja auch sein, dass ich nur der Unwesende bin, weil ich nicht so tief in eurer Branche bin. Ja, aber wir haben es natürlich entschieden, das auf der Tonspur zu machen. Ja. Alles klar. Ist ja wunderbar. Also dann, ich habe jetzt noch eine vielleicht indiskrete Frage, aber ihr könnt sie auch in zwei Arten beantworten. Wie viel Prozent bildet ihr damit ab? Oder zweite Frage, wie viel Prozent wollt ihr damit im eigenen Betrieb abbilden? Okay, sehr gute Frage. Ja. Und zwar ist es so, dass ich ja aus der Praxis das genau sagen kann, dass heute aktuell allein bei mir in den Betrieben mindestens 7 von 10 Kunden wir gar nicht mehr wirklich zu Gesicht bekommen, sondern wie die Fahrzeuge so mit dem Hohlbring-Service, das ist auch etwas, wo wir natürlich ankündigen müssen, dass die Werkstatt seinen Service quasi auch im Manager hinterlegen kann. Ja, jegliches wie Autoreinigung, Hohlbring-Service und. Das ist alles so modular aufgebaut. Das ist wirklich, wirklich sehr praxisnah. Aber nochmal drauf zurück. Mindestens 7 von 10 Kunden sehen wir heute in meinen Betrieben gar nicht mehr, sondern können wir quasi mit unserem Fiasco-Link abdecken, weil wir halt einfach die Informationen so gut bekommen. Man muss dazu sagen, die Fahrzeugnutzer sind mit dem Handy vertraut. Ja, die wissen ganz genau, wie Bilder zu machen sind. Ja. Wenn man es noch ein bisschen an der Hand führt, dann kommt da auch wirklich, und das wird euch überraschen, kommt auch wirklich ein toller Input rein. Und den kann man wirklich auch gut verwerten, vor allem auch bewerten. Und eine Werkstatt mit einer gewissen Erfahrung kann da auch wirklich viel mit anfangen. Wie der Harun auch vorhin gesagt hat, da haben wir auch unterschiedliche Verbindlichkeitsaussagen. Und wenn man den Kunden da rechtzeitig abfängt und auch da rechtzeitig aufnimmt, ist es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also um das nochmal zusammenzufassen, heute schon sind wir mit mindestens 70% der Kundschaft, die bei uns ins Haus kommen, mit abgedeckt. Das ist schon, das finde ich schon... Die nicht mehr ins Haus kommen. Das finde ich schon, ziemlich... Ich muss auch dazu sagen, Thomas, dass die Kreativität der Werkstattinhaber, ja, da, wir sind darauf angewiesen. Es ist auch so, dass wir dass die Werkstatt auch mit seinen Stammkunden, das können unterschiedliche Kunden sein, Leasinggesellschaften, Autohäuser, Autohändler, für die sie quasi auch die Kfz-Instandsetzung ausführen, ihren Link zur Verfügung stellen, ja, und ständig die Anfragen auch bekommen. Ja, oder aber auch zum Beispiel auch mit gewissen Stammkunden auch so eine Anfrage auch gleichgültig sein kann mit einem Abholauftrag. Ja. Jetzt habe ich euch ja auch natürlich besucht im Vorfeld, ja. Und da ist mir aufgefallen, da ist so eine blonde Dame, die ist dann ums Auto gegangen mit dem Handy und hat Fotos gemacht. Also jetzt, ich frage jetzt die weitere indiskrete Frage, aber ich denke, ihr macht es ja, die letzten 30% macht ihr dann selber, oder? Die Digitalisierung. Ja, man muss, also es ist so, dass man wirklich, der Kunde, der will sowas, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Kunde entsprechend das haben möchte und es gibt immer noch Kunden, die den direkten Kontakt zur Werkstatt suchen. Das ist natürlich völlig in Ordnung, dass es so ist, die sind auch wirklich willkommen, ne? Ja, absolut, ja. Und, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr, sehr vorteilhaft, die ganzen Daten bereits aufbereitet, digital zur Verfügung zu haben. Deswegen sind die Servicekräfte so angeheuert, dass die entsprechend diese Anfragen halt selber digital. Genau. Also seid ihr dann theoretisch seid ihr dann nahe 100%. Ja, die Autos stehen zwar dann auf dem Hof und nicht beim Kunden, aber für die Einheitlichkeit des Prozesses ist es natürlich super, ja, weil dann wisst ihr, die Sachen sind einfach alle immer gleich aufbereitet und ihr wisst, wo ihr hinlangen müsst und vor allen Dingen wisst ihr, wo die Sachen sind, ja. Also finde ich schon... Vor allem muss man auch sagen, das ist einfach auch komfortabel für die Mitarbeiter. Klar.
Ja, das heißt, wirklich nochmal drauf zurück, 7 von 10 Kunden machen das selber. Und die anderen 3 machen wir hier im Haus, machen wir im Haus quasi selber, aber auch mit dem Mobilgerät. Also wie wenn ein Kunde das quasi von außen machen würde. Deswegen sage ich, die Kreativität ist da schon sehr gefragt. Und wenn man ein bisschen kreativ ist, ist da unglaublich viel Potenzial. Also und, ja, ich meine, wir wissen alle, ja, das Komfortable ist einfach dann auch, das so gleich immer gleichbleibend zu machen. Dann kam jetzt noch eine Anmerkung, DMS, Dealer oder Dokumentenmanagementsystem? Dealer-Management-System. Ah, okay, dann war ich doch gar nicht so falsch, ja? Okay, Dealer, okay, alles klar, dann war die Frage doch von meiner Seite berechtigt, ja? Okay, sehr gut. Dann habe ich noch eine, ich will die anderen auch mal zu Wort kommen lassen, aber ich bin zwar jetzt nicht direkt in der Branche, aber mich interessiert euer Thema halt irgendwie. Ihr habt mal gesagt, der Aufwand, der administrative Aufwand in einer Werkstatt liegt bei etwa 40%. Ja, das haben wir nicht geschätzt. Das ist die Statistik, die quasi ja, für die Branche gemacht wurde. Und das Erschreckende ist, Thomas, ist, weil deswegen habe ich auch anfangs gesagt, obwohl wir ständig von Digitalisierung reden, haben wir immer Papierkram. Mhm. Ja? Das ist auch, die Statistik sagt genau das aus, dass wir Jahr für Jahr leider der verwaltungsadministrative Aufwand immer mehr und mehr wird. Und ihr habt ja dann mal eine Zahl genannt, wie ihr mit Fiasco runterkommt. Auf welchem Prozentsatz? Ja, wir haben das natürlich auch in entsprechender Zeit angegeben gehabt. Ich möchte noch mal darauf hinaus, der Kunde... Der Kunde wird ganz klar... Also auch die Werkstatt wird ganz klar, wir sind von einer Annahmezeit von circa 30 Minuten ausgegangen. Ja, das ist auch etwas, was die Branche uns ganz klar bestätigt hat, pro Kunde an Zeitaufwand, wo wir auf ein Minimum runtergehen, ja, also unter 10 Minuten. Ja. Und das sind Prozente, also wenn der Verwaltungsaufwand heute 40% ist, gehen wir ganz sicher davon aus, dass wir unter die 20% mit unserem Prozess natürlich dann immer besser und besser hinbekommen. Ja. Der Vorteil jetzt auch bei den Werkstätten, die wir entsprechend schon das Tool im Einsatz haben, da kriegen wir auch immer die Rückmeldung, dass diese teuren Meister, die dann wirklich ein Fahrzeug eigentlich begutachten, um den Kostenvoranschlag dann entsprechend zu erstellen, dass die gar nicht mehr zum Auto müssen. Da kann dann die viel, viel günstigere Servicekraft dann den Kunden begleiten und diese Aufnahme machen. Das bedeutet, auch die Anzahl an sehr, sehr qualifizierten Mitarbeitern beziehungsweise der sehr, sehr qualifizierte Mitarbeiter, der kann sich dann wirklich um das Kerngeschäft kümmern mit dem Kunden ärgern oder den entsprechenden Aufwand dort reinbringen, weil ich meine, jeder Kunde möchte natürlich betreut werden und da ist es nochmal besser, dann es von einer viel, viel günstigeren Servicekraft erledigen zu lassen. Wie also das gibt dann natürlich auch noch eine Verlagerung und ihr kriegt dann auch ein breiteres Spektrum von Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt. Also ihr müsst ja dann quasi, die kann man ja theoretisch anlernen, ja, weil ich meine, mein Bruder ist auch Kfz-Meister, mein Vater war es auch, ja. Also ich habe schon eine Affinität irgendwie zu dem Thema. Und ich meine, die suchen ja alle Leute, ja. Und jetzt kann ich mich natürlich in die Ecke setzen und heulen, weil ich keine neuen Mitarbeiter bekomme. Oder ich gehe ran an die Effektivität und an die Effizienz und so weiter. Ja, und ich finde, das habt ihr schon ziemlich brillant gelöst. Ja? Wir sind auch der Überzeugung, Thomas, dass quasi wir die Werkstätte immer versuchen, immer mehr Umsatz zu machen, ja, oder irgendwie das mit dem Umsatz abzudecken oder mit dem Stundenlohn etc. Das aber nicht der einzige Weg ist, sondern auch die Prozesse in den eigenen Reihen muss man auch mal quasi durchschauen und auch mal einen Dritten drüber schauen lassen. Ja, das haben wir gemacht, ja, auch in meinen Betrieben. Und das kann ich nur empfehlen. Ja. Ich möchte auch nochmal von der Seite von dem Inhaber das Ganze betreiben. Wir hatten auch einige Stimmen, wo dann wirklich der Werkstattinhaber entweder nach Feierabend abends noch im Büro ist oder sogar an Wochenenden abends im Büro ist, um die Kostenvoranschläge zu erstellen, um dort wirklich deinen Kunden letztendlich die Angebote zuzusenden. Und dieser Aufwand ist wirklich nicht erheblich, weil ich meine, wenn der Kunde kommt, dann ist es entweder Mittagspause, weil er dann auch gerade Mittag hat, ne? Oder es passt irgendwie zeitlich nie rein. Ja, ja, vor allem, du hattest ja immer Störungen, ja. Das heißt, du bist gerade vielleicht irgendwie vertieft, das ist ja dieser Sägezahn, ja, und dann kommt immer, man will ja kundenfreundlich sein, also unterbricht man, ja. Man muss wieder an die Arbeit, braucht wieder 2-3 Minuten, um sich reinzudenken, wo war ich jetzt gerade und so weiter. Also schon, das ist ja dann auch ein Arbeitstechnik-Thema. Da kam noch eine Frage: Wie ist es, wenn der Schaden nachkalkuliert werden
muss zwecks Auftragserweiterung Schaden wird zerlegt und es wird festgestellt, dass noch mehr beschädigt ist, ist dies in allen DMS-Systemen dann möglich? KSR, Corisma, SFK, etc. Ja, also wir sind ja mit den Master-Systemen quasi verknüpft, wir haben die Schnittstellen zu den Master-Systemen und das sind grundsätzlich, also darauf zurück nochmal, die Kommunikation mit den genannten Systemen ist möglich, ja, Punkt 1. Und wir schreiben in die Systeme rein, lesen raus und tun es auch wirklich interaktiv die ganze Zeit ändern. Das bedeutet, wenn sich da jetzt was ändert und man irgendwelche AGs dann hinzufügen müsste, irgendwelche Arbeiten hinzugefügt werden müssen, das kann dann direkt von dem Manager aus gemacht werden, weil der entsprechend wirklich ständig mit den entsprechenden relevanten Systemen im Austausch ist und die Daten entsprechend abgleicht. Weil, wie gesagt, es ist natürlich später für die Rechnungserstellung, es ist wichtig, dass die Daten dort wirklich aktuell sind. Dass man nicht wieder irgendwie das alles nochmal anfassen muss, das möchten wir natürlich nicht. Genau. Wir müssen auch zwei Sachen festhalten nochmal. Die DMS-Systeme sind wirklich die Systeme, die auch auf der Basis wir quasi auch arbeiten, beziehungsweise auch immer Hersteller nach Herstellerangaben. Das ist auch wichtig, einfach mal das dazu zu sagen, nach Herstellervorgaben, Angaben. Aber darauf zurück nochmal wegen dieser Schadenserweiterung. Ja, es ist so, dass man dann auch über die Web-App dann auch mit den Kunden kommunizieren kann und auch sich diese Schadenserweiterung entweder den Kunden rein informieren kann oder halt auch die Freigabe dafür sogar holen kann. Ja. Das muss, wie gesagt, der Kreativität bitte freien Lauf lassen. Nicht nur den Fahrzeugnutzer sein, es kann aber auch die Leasinggesellschaft, die Flotte und. Wir haben das zum Beispiel auch schon mit Flotten etc. schon in Anwendung und ja, also die Resonanz ist unglaublich positiv. Freut mich. Ja. Jetzt sind wir auch lange auf dieser Folie gewesen. Ja, wenn es so viele Fragen gibt, ja. Alles gut, ja. Genau. Also wir haben hier nochmal zusammengefasst, wie wir die Zukunft gerne gestalten möchten. Wir haben jetzt auf der linken Seite wirklich nochmal auch das Thema, wo der Nils angesprochen hatte, der Kunde, der sucht nach diesen digitalen Lösungen. Es ist nicht mehr so, dass die wirklich auch viel Zeit in Anspruch nehmen möchten, um solche Sachen abzuerledigen. Die möchten das von zu Hause machen, während sie ihre Amazon-Bestellung noch erledigt haben und sogar bei Lieferando noch was bestellt haben. Und gerade auch diese Transparenz, wenn wir jetzt in Richtung, wenn das Fahrzeug repariert wird, wir wollen auch nicht, dass der Kunde ständig anruft bei der Werkstatt und sagt, hey, liebe Werkstatt, wie weit ist denn mein Auto? Kann ich es morgen schon abholen und so weiter? Das bedeutet, dass wir auch hier die entsprechenden Schnittstellen zu den Tools haben, die den innerbetrieblichen Prozess digitalisieren und planen, dass wir dort die Schnittstellen auch definiert haben, dass wir dem Kunden auch wieder je nach Kunden, je nach Werkstattwunsch eine Transparenz bieten können und sagen können, hey, dein Auto ist aktuell bei 40%, bei 60% und mit einem voraussichtlichen Liefertermin und so weiter. Das ist alles, wie gesagt, auch modular aufbaubar, je nach Werkstattwunsch. Ja. So, was das Tolle ist, wir haben da kein starres System. Ja. Das ist auch der nächste Punkt, einfach diese agile Arbeitsweise. Das heißt, wir werden besser und besser mit den Stimmen aus der Praxis, ja, wie auch von Fahrzeugnutzern. Das heißt, wir reagieren, dadurch, dass wir auch ein kleines Team sind, können wir sehr schnell reagieren auf Kundenwünsche, und auch quasi auf den Marktbedarf. Ja, also wir pflegen eine sehr, sehr, sehr agile Arbeitsweise. Das bedeutet, wenn wir entsprechende Rückmeldungen bekommen mit Wünschen, Änderungs- und Verbesserungsvorschläge, dann wird das wirklich bei uns ziemlich, ziemlich ernst genommen und auch sehr zeitnah umgesetzt. Also wirklich, wir sind da auch sehr, sehr schnell, gerade durch diese agile Arbeitsweise. Wir sind ein Team, wo wirklich mega motiviert bei der Sache ist und da wirklich was reißen möchte. Ja. Genau. Und deswegen haben wir auch den Carsten mit dazu geladen heute als zweiten Gastredner, der dann auch nochmal von seiner Sicht aus das Ganze darstellen darf. Bevor der Carsten aber noch dran ist, würden wir nicht ein bisschen auch einfach sagen, dass einiges auch bei uns im Ausblick steht, ja. Wir zwar noch nicht über alles reden dürfen und können, weil es noch in der Pipeline ist, aber grundsätzlich ist es so, dass jeder, der auch, sag ich mal, mit der Branche ein Stück weit in Verbindung kommt, ja, auch weiß, wie der Markt sich verändert, im Kaufverhalten der Fahrzeugnutzer, beziehungsweise die Branche an sich und das Marktverhalten, wird da sehr viel möglich sein, gerade auch mit dann verknüpft auch mit so einer KI und auch mit unterschiedlichen intelligenten Systemen, die man quasi anknüpfen können. Ja. Lasst euch überraschen. Ja. Carsten, ich würde das Wort an dich weiterleiten. Ja, guten Morgen zusammen. Also kurzer Hintergrund, wer ist Axalta? Axalta ist ein großer Lackhersteller. Wir haben hier in Deutschland
Drei große Lackmarken mit Gromax, Spies-Hecker und Standox. Und wir haben verschiedene Netzwerke, Werkstattsysteme und Franchise-Systeme. Dafür bin ich hier in Deutschland verantwortlich und wir haben speziell für unsere Netzwerke suchen wir halt immer wieder innovative Ideen und innovative Produkte. Als ich die beiden kennengelernt habe von Fiasco, habe ich gedacht, Mensch, das passt gerade total super in unser Konzept, den Kundendialog noch besser zu fördern, auszubauen. Und darum haben wir das auch unseren Betrieben schon vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt schon die ersten Testpiloten, weil wir haben vor 2 Wochen haben wir es mal bei einer internen Veranstaltung von uns vorgestellt. Diese Resonanz ist sehr gut gewesen bei unseren Kunden und ich glaube, wir können für 2 Seiten da einen sehr positiven Impuls oder einen positiven Impuls senden. Das ist einmal für den Kunden, also sprich den Endverbraucher, der jetzt sehr digital mit der Werkstatt kommunizieren kann, und auch für den Betriebsinhaber, wo wir natürlich da auch Ressourcen einsparen. Deswegen ist es für uns ein innovatives Produkt, was wir jetzt natürlich auch weiter fördern wollen. Mhm. Ja. Thomas, ja, du musst dir so vorstellen, Carsten ist auch schon sehr, sehr zeitnah von Beginn an quasi auch mit dem Thema konfrontiert worden und hat auch elementar auch immer wieder seine Meinung dazu gegeben. Das war für uns auch immer sehr viel wert, weil Carsten auch eine riesen Erfahrung aus der Branche mitbringt. Und das ist natürlich unabhängig von der Praxisnähe, der Carsten quasi auch die Marktnähe dazu hat. Ja. Also mir fällt gerade spontan was ein. es gab's was in einer anderen Branche. Die haben dann quasi ein Label entwickelt. Ja, ein Label entwickelt für ihre Partner. Also es könnte bei euch dann zum Beispiel heißen Fiasco Ready. Ja, also ein Logo oder so, wenn die Werkstatt wirklich mit Fiasco arbeitet, ja, dann sieht man dann in der Werbung Fiasco Ready und dann weiß der Endkunde, hey, da kann ich die Applikation nutzen. Ja. Vielen Dank für den Hinweis, Thomas. Es ist auch so, dass wir dem Kunden ja das unter unterschiedlichen Möglichkeiten, weil die Werkstatt muss ja den Kunden letztendlich animieren, das Ganze zu verwenden. Deswegen gibt es auch QR-Codes und den entsprechenden Express-Link und so weiter. Das heißt, da haben wir schon die Werkstatt, geben wir die Möglichkeit, dann so ein kleines Aushängeschild mit QR-Code für seinen Kunden zur Verfügung zu stellen. Aber auch die Oberfläche auf der Web-App, die Werkstatt dem Fahrzeugnutzer oder Leasing oder wie gesagt, egal wem rausschickt, ist in der Optik, in der CI-Optik von der einzelnen Werkstatt. Das heißt, der Kunde fühlt sich immer auch dort wieder aufgehoben und weiß ganz genau, mit wem er kommuniziert. Aber da könnte ich jetzt auch wieder sagen, das könnte ja auch so ähnlich sein wie Intel Insight. Ja, da könnte ja dann noch drinstehen Fiasco Insight, weißt du? So. Nehmen wir mit. Ja, genau. Jetzt kommen Fragen. Wird es in naher Zukunft möglich sein, eine Verbindung mit dem Auto so herzustellen, dass das Auto sagt, was fehlt, was kaputt ist und so weiter? Habt ihr eine Lösung für Unfälle, Hilfe vor Ort? Sehr, 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 sehr tolle Frage. Geht auch in so die Richtung vom Ausblick, wo wir jetzt auf der rechten Seite gemacht haben. Wir haben wirklich einiges in der Pipeline stehen, wo wir jetzt aktuell noch nicht groß kommunizieren möchten. Aber man kann wirklich gespannt sein. Wir werden dort ganz, ganz tolle Features rausbringen, wo wir den Kunden, den Leasingnehmer, den Leasinggeber dann entsprechend wirklich unterstützen. Rechtzeitig auch, ja. Ja. Es ist ja auch immer wirklich ein Thema, das Ganze zu objektivieren. So viel kann ich sagen. Für den einen ist etwas ein Schaden, für den anderen ist es kein Schaden. Und da gibt es ja letztendlich auch Kataloge, die das versucht dann entsprechend zu definieren. Und wir haben ein Produkt aktuell in der Entwicklung, wo wir das Ganze objektivieren werden. Das bedeutet, es ist keine Diskussion mehr, ob das jetzt ein Kratzer ist oder nicht, sondern es ist objektiv beurteilt. Jedoch am Unfallschadensort werden wir den Schaden nicht erkennen. Ja? Das ist auch auf herstellerseitig, sage ich mal, glaube ich, in Zukunft, da haben wir schon unterschiedliche Gespräche geführt, ja? Gewünscht, dass man schon am Unfallort, das war dann schon an einem Rütteln von dem Fahrzeug schon merkt, ja, was für eine Beschädigung sein könnte und, aber das ist auch nicht unser Homefield. Okay, da würde ich jetzt gerade mal kurz eingreifen. Also wir haben, ich bin von der Global Matrix, wir bauen Geräte für Fahrzeuge,
um ein Fahrzeug zu monitoren. Und wir haben gerade letzte Woche eine Demo gemacht, wo wir genau das Thema gezeigt haben, wie man sehen kann, wenn ein Fahrzeug einen leichten Schaden hat, also keinen großen Schaden hat. Wir bauen Boxen, die man halt in ein Fahrzeug einbauen kann, um solche Schaden zu detektieren, wo dann auch sehr präzise mit einem Partner, der halt dieses Detektieren macht, vorausgesagt werden kann, wie hoch die Schaden ist. Das wäre dann also vielleicht zum Beispiel was, was man mit Ihrem System da integrieren kann. Ja, ich will mich auch erinnern, dass wir uns bereits in der Messe schon unterhalten haben. Das sind die kleinen Beschleunigungssensoren, die kleinen Kästchen, die man dann ins Auto entsprechend integrieren kann, wo dann anhand auch von einer Intelligenz getrackt wird, beziehungsweise erkannt wird, ob das jetzt ein großer oder ein kleinerer Schaden ist. Genau. Ja, also definitiv, wie gesagt, wir sind da komplett offen für. Für jeden Mehrwert sind wir natürlich auch froh. Ich glaube, da könnten sehr tolle Synergien entstehen. Ja. Ich möchte noch mal unterstreichen, dass wir wirklich, also unsere Hauptziel ist es, die Werkstätten zu unterstützen. Dort wirklich zu sagen, hey, die Werkstatt hat dadurch einen Mehrwert. Wir werden jedes System, wo die Werkstatt entsprechend auch haben möchte, werden wir da entsprechend integrieren. Und wir haben durch den Önden, haben wir jetzt einen Inhaber von zwei Lacken Karosseriewerkstätten, wo wirklich auch jeden Tag mit uns natürlich am Tisch sitzt. Ich meine, ja, wir beide sind die Entscheidungsträger, wenn es in strategische Richtung geht. Und wir entscheiden immer im Wohl der Werkstatt. Nicht von irgendwelchen anderen Playern, sondern immer im Wohl der Werkstatt. Ja. Das möchte ich wirklich nochmal unterstreichen. Wir möchten auch ganz klar sagen, dass, also wir teilen die Meinung, dass wir gerade mit diesen intelligenten Schnittstellen der Werkstatt unglaublich viel helfen, aber auch den Fahrzeugnutzer einfach schnell abholen. Ja. Das heißt, der Fahrzeugnutzer, wie auch die Standtage der Fahrzeuge in der Werkstatt und so, wird alles komprimiert und es muss ja heutzutage alles immer schnell sein. Ja. Aber es muss nicht nur schnell sein, sondern auch auf einem qualitativ hohen Niveau. Deswegen, also wir wären natürlich für den Austausch immer offen, gerne, sehr gerne. Ja. Super. Dann war noch eine Frage. Der Fokus ist auf Karosseriearbeiten, richtig? Lack und Karosserie ist heute quasi unser Fokus, wobei wir sehr überrascht darüber sind, dass auch Kfz-Werkstätte sehr großes Interesse an der Plattform von uns haben, weil wir natürlich auch für die eine gewisse Schnittstelle sind und eine Unabhängigkeit schaffen für die gegenüber irgendwelchen Lackenkarosseriepartnern. Ich meine, wir erweitern quasi damit der Möglichkeit der KI auch ihr Geschäftsfeld. Das heißt, auch Kfz-Werkstätte könnten Unfallschäden oder, ich meine, die kriegen das Auto auf die Bühne für einen Ölwechsel oder zum Bremsenwechsel und sehen dann Kratzer und können dann damit aber erstmal nichts anfangen, weil sie einfach nicht das Know-how und auch die Systeme dazu haben, um damit was anzufangen. Ja. Wir sind quasi dann ihr Know-how auf der Plattform und können denen quasi die Aussage geben, was denn so Schaden kosten könnte oder auch das Ausmaß einfach einzuschätzen für die. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir viele Anfragen natürlich auch von mechanischen Werkstätten, die dann auch diese Web-App nutzen möchten, beziehungsweise seinen Kunden zur Verfügung stellen möchten, um auch mechanische Arbeiten ankündigen zu lassen, weil die sagen, hey, mein Kunde möchte das unbedingt, der will sich schon vorankündigen und es gibt Aufgaben, die man dadurch wirklich auch komplett abwickeln kann, ja, aber es ist trotzdem schwierig, jetzt da diesen großen Verwaltungsreduzierung jetzt wie bei der Lack- und Karosseriewerkstätten, den wird es dort nicht geben, aber diese digitale Kundeninteraktion, ganz klar, das kann natürlich verwendet werden und da ist, wie der Wendel gesagt hat, der Werkstatt der Kreativität freien Lauf gelassen. Ja. Also das ist eine gewisse Erweiterung vom einfach Geschäftsfeld ein Stück weit, ja. Aber wir haben auch zum Beispiel Anfragen auch von Smart Repair Werkstätten oder auch von Aufbereitern, ja, die sich wirklich darauf eigentlich fokussiert hatten. Sie sehen die Schäden, müssen aber immer einen Lack-Karo-Betrieb fragen, was es ungefähr kosten würde, können selber keine Aussage treffen, zumindest nicht keine qualifizierte Aussage treffen. Und das ist dann quasi, wir strahlen für die dann in dem Bereich Kompetenz aus. Ist für uns auch, wie gesagt, haben wir immer auf der Roadmap, also in Zukunft auch geplant. Wir müssen aber ehrlich sagen, dass wir von diesen Anfragen der Kfz bzw. Nebenbereiche von Lack-Karosserie sehr starke Anfragen haben.
Die Kunst wird halt so sein. Strategie heißt ja auch immer zu wissen, was man nicht tut, ja. Und da, deswegen, ja. Das finde ich, deswegen finde ich euren klaren Blick finde ich schon sehr gut. Wir haben ja auch schon mal drüber diskutiert, dann Schnittstellen zu Versicherungen und so weiter. Und da habt ihr auch eine gute Antwort geliefert. Habt gesagt, okay, klar, ist alles machbar, aber ich denke, da das wird euch lähmen, das habt ihr auch bestätigt, ja, also wenn man mit den Großen anfängt und Schnittstellen Diskussionen hat, ja, dann verbrät man da vielleicht 30 Manntage, um dann irgendwo für eine Versicherung was bereitzustellen, vielleicht zahlen sie es irgendwann, ja, könnte ich mir natürlich sehr gut vorstellen, aber jetzt da die abzuklappern, denke ich, wäre wirklich kontraproduktiv, also, ja. Ganz klar ist, wir arbeiten nach dem Motto, ja, und das empfehle ich eigentlich jedem auch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja? Mhm. Und wir bewegen uns quasi in dem Bereich, wo wir uns auch sehr, sehr wohl und sehr stark fühlen. Und es ist einfach dieser Bereich, wo wir unser Know-how mitbringen. Ja, ja gut, ist ja auch der USP, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Ich sage es jetzt mal ganz flapsig, ja, wenn dann Scheiß gemacht wird, ja, dann merkst du es im eigenen Betrieb, ja, und wenn ich an die Dame nochmal denke, ja, die dann das Auto gescannt hat, die wird dir dann schon sagen, sag mal, das ist ja ein bisschen umständlich, das könnte man so und so machen, ja, und ich denke, da habt ihr schon auch intern schon eine extreme Lernkurve, und wenn jetzt dann noch die Lernkurven von den ersten Unternehmen dazukommt, ja, dann denke ich, habt ihr schon genug zu tun, um die Usability und die Dinge noch zu verbessern, ja. Absolut, also du kannst dir nicht vorstellen, wie der Aufbau, beziehungsweise die erste Nutzung von unserer Oberfläche und Web-App war, die in meinen Betrieben, ja, meine Mitarbeiter sind da sehr kritisch und ist auch gut so. Und deswegen, also das denen auch dann so darzustellen, wie es in der Praxis auch nahe laufen muss, und auch mit denen im Know-how jeden Tag besser zu werden, ist natürlich Gold. Und da geht man wieder halt in die Richtung, wenn man jetzt sagt, User Experience, also es muss schon Spaß machen, den nutzen. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir das wirklich sehr, sehr attraktiv gestalten, und deswegen auch diese 3D-Animation von dem Fahrzeug, wenn man die entsprechende Schadensteile markiert. Und da hat der Kunde, der hat wirklich Lust darauf, das zu verwenden. Mhm. Kennt ihr, ich frage jetzt einfach mal, kennt ihr das Beispiel von Carglass? Geh mal näher drauf ein. Guckt euch mal an, das geht schon in eure Richtung. Ja. Bei Carglass war es auch so, die haben sogar einen Preis dafür, ich wusste das gar nicht, das hat mir ein Bekannter erzählt, die haben sogar einen Preis dafür gekriegt für ihre User Experience, ja, weil er wollte dann auch am Wochenende, wollte er sich mal informieren, weil er einen Glasschaden hatte, und dann ging er auf die Webseite und da war er total von den Socken, ja, weil dann war es ähnlich, geben Sie Fahrzeugkennzeichen ein, Versicherer, und dann konnte man anklicken, wo ist der Glasschaden, wie sieht der aus, und dann konnte man sofort einen Termin buchen und, also auch ganz, ganz großes Kino, ja. Also da musste ich auch an, ich habe ja die Applikation jetzt noch nicht so gesehen, aber da musste ich auch dran denken, da könnte auch so ein bisschen über den Zaun gucken, was die so machen, ja. Also, danke für den Hinweis, also grundsätzlich, wie gesagt, auf unserer Plattform, beziehungsweise ist auch so, dass wir unseren Kunden auch diese Geld-Zurück-Garantie geben, beziehungsweise auch eine Testzeit. Und da ist genau auch sind genau diese Sachen auch mit abgebildet, Thomas. Ja. Das Cross-Selling, das heißt auch die Frontscheibe zu erneuern oder Reifen und, kann man alles über unsere 3D-Fahrzeug quasi auch auswählen. Mhm. Ja, genau auch diese Punkte auch dann angehen. Ja. Mhm. Das ist interessant, dass du es ansprichst. Ja. Weil das ist genau das, wo wir auch sagen, die Werkstatt muss die Möglichkeit haben, auch, wie gesagt, das Cross-Selling oder auch unterschiedliche Gebiete nochmal weiter abzudecken. Das heißt, Doing-Feld noch erweitern. Mhm. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, vielleicht der ein oder andere Interessent jetzt dabei. Was muss er denn jetzt tun, wenn er das testen möchte? Mit uns Kontakt aufnehmen. Okay, alles klar. Ja, es ist, auf der Webseite ist auch möglich. Genau, einfach auf unsere Homepage gehen, da hat man dann die Möglichkeit, mit Kontakt aufzunehmen. Genau, und dann werden wir sowieso
die entsprechenden Schritte einleiten. Es ist so, dass unsere Plattform selbsterklärend ist und prinzipiell jetzt keine große Schulung oder sowas bedarf. Und man muss auch nichts irgendwie installieren bei der Werkstatt, sondern das läuft alles entsprechend in dem Webbrowser. Aha. Ist dann online erreichbar von überall, total flexibel. Und wie gesagt, wir haben ein sehr selbsterklärendes System entwickelt, eine Plattform entwickelt, wo wir wenig bzw. gar nicht eigentlich das Ganze erklären müssen. Also Stand heute ist es so, dass man quasi auf jegliche Art und Weise mit uns Kontakt aufnehmen kann, E-Mail, Webseite, Telefon, egal. Ja. Und in naher Zukunft ist aber auch so angedacht, dass wir das Onboarding grundsätzlich auf der Webseite komplett abbilden können, das heißt mit ganz wenigen Klicks dann schon auf der Oberfläche ist. Ja. Das sind alles Dinge, die wir in naher Zukunft da umsetzen. Nichtsdestotrotz lieben wir es, bei Werkstätten vorbeizuschauen. Also wenn da natürlich dann Interesse ist, bei einem Vor-Ort-Präsentation oder eine Einführung zu dem Ganzen, sind wir wirklich auch immer positiv drauf eingetan, die Werkstätten auch vor Ort zu besuchen. Für uns auch ganz aktuell, Thomas, wenn wir den Prozess in der Werkstatt auch ein Stück weit mit begleiten, zu auch sehen, dann können wir nämlich genau eingreifen und sagen, guck mal, hier ist genau die Stelle, wo du die Oberfläche, die Plattform nutzen sollst. Ja, oder wenn einer noch irgendwie so einen althergebrachten, nie geänderten Prozess hat. Oder ein anderes Beispiel, wenn in einem Unternehmen vielleicht je Meister ein Prozess besteht. Ja, also dass jeder Meister quasi seinen eigenen Prozess hat. Also das kann ich mir auch vorstellen. Ja, der Meier macht es so, der Schmidt macht es so, ja. Richtig. Und da kommst du natürlich auf keinen Nenner. Also das wäre dann quasi, das wäre ja nochmal zwei Evolutionen, ich sag's jetzt mal flapsig, zwei Evolutionsstufen weiter zurück. Ja, ja. Da macht man es halt schon immer so und da müsste man dann quasi, da wäre das natürlich auch eine super Gelegenheit, mit der Einführung sofort eine Prozessstandardisierung, eine Prozessoptimierung zu machen. Ja. Ja. Thomas, ich kann nur aus der Praxis abschließend sagen, dass ich, wenn ich meine Betriebe mit anderen Betrieben der Größe sortiere bzw. vergleiche, dass der administrative Verwaltungsaufwand in Personalanzahl auch, ja, also das sind doch konkrete Zahlen. Also der Önder, der hat mittlerweile sind es 40. Knapp über 40 Mitarbeiter. Genau, wir haben knapp über 40 Mitarbeiter. Also ich habe mich dem letztens erst auch auf der Tagung von Axalta auch mit einem weiteren Betrieb verglichen, wobei der Betrieb in der Stückzahl dieselben Auftragsdurchlauf im Jahr wie ich hat beispielsweise. Und der administrative Verwaltungsaufwand bzw. Personal circa 2 bis 3 Leute mehr quasi beschäftigen muss, um denselben Auftragsdurchlauf überhaupt zu haben. Ja. Das muss man sich einfach auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Ja. Wir versuchen als Werkstelle immer wieder auch irgendwo mehr AWs bzw. mehr quasi, also jede Minute, die wir gearbeitet haben, auch irgendwo in Rechnung zu stellen. Mhm. Können aber viel Geld sparen und auch quasi auch Potenzial sparen, wenn wir auf der anderen Seite auch Kosten sparen. Also klar, das fakturierbare Leistung, das eine und dann die Kosten und Umsatz, ne? Klar. Mhm. Und zudem muss man sagen, ja, wir schenken uns in der Anzahl mit den Betrieben, mit denen ich verglichen habe, nicht in der Anzahl der Aufträge nichts, nicht wirklich was, aber der administrative Verwaltungsaufwand im Personal ist deutlich höher. Ja. Da hätte ich, das machen wir dann mal im Sechs-Augen-Gespräch oder so, da habe ich noch eine Idee für euch. Ich habe mal zwei Kennzahlen entwickelt für zwei unterschiedliche Branchen als Messlatte, als ganz, ganz einfache Messlatte für die Produktivität einer Werkstatt zum Beispiel, könnten wir das machen. Ja, gerne. Mhm. Thomas, ich hab's Gefühl, du hast zu viele Ideen. Wir müssen aufpassen. Ja. Ihr müsst es... Dass du aus der Branche bist. Ihr müsst es halt, ja, ich habe dann eher die Vermarktungsidee, ja. Also ich habe dann, man könnte dann, ich habe dann auch eine Broschüre gemacht zu dem Thema, die hieß dann Gewinnoptimierung in, also es wäre dann quasi Gewinnoptimierung in der Kfz-Lackierwerkstatt. Das wäre quasi dann die passende Broschüre dazu. The Digital Breakfast. Okay. Ja, Hochachtung kommt hier, ja, vom Jochen Kahle, genau. Dankeschön. Da werden sicher bald Übernahmeangebote kommen. Ja, da sage ich nur, verkauft nicht zu früh. Ja, das ist immer, also ich,
Ich sage euch auch eine große Zukunft voraus, habe ich ja schon gesagt, ja, weil es einfach sehr, sehr nah am Kunden ist und weil halt einfach auch, wie sagt man so schön, die Pain natürlich sehr, sehr groß ist. Und zwar die Pain in unterschiedlicher Hinsicht. Einmal das Thema Fachkräftemangel. Ja, ich denke, das wird ein absoluter Beschleuniger sein, ja, für euch, wenn dann mal das Bewusstsein da ist, dass man sagt, okay, ich kann natürlich skalieren über Menschen oder ich kann skalieren über Technologie, ja. Nee, Thomas, das ist auch für uns nochmal auch danke an die Gastredner, ja, an Carsten Stöcker und an Nils. Ja. Wir sind auch ganz froh, und auch die beiden da gehabt zu haben heute, auch ein Teil von der Zukunftswerkstatt 4.0 da sein zu dürfen, ist ein Riesenprivileg für uns. Ja. Allein, ich sag mal, das Wort sagt ja schon einiges, Zukunftswerkstatt 4.0. Ja. Und auch ein wie Carsten quasi auch, ja, sag ich mal, als Unterstützung und auch als Unterstützer an unserer Seite zu wissen, ist für uns sehr viel wert. Ja, das ist ja ein wunderschönes Schlusswort. Ich darf mich bei allen recht herzlich bedanken. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, weil wir ja jetzt auch mal so ein bisschen neueres Format gemacht haben, also interaktiver. Mir gefällt es ehrlich gesagt viel, viel besser. Und dann auch nochmal mit 4 Akteuren oder mit mir 5 dann. Also ich hoffe, das war auch für die Teilnehmer spannend. Ich darf mich jetzt recht herzlich bei allen bedanken. Bleibt gesund und munter und mutig, und würde den offiziellen Teil jetzt gerne beenden. Und jetzt kommt der inoffizielle Teil. Wir machen immer ja noch Erfahrungs- oder aus der Historie heraus immer so Breakout-Sessions, ich nenne es immer liebevoll Kaffeetische. Also wer noch Interesse hat, kann gerne noch bleiben. Und da könnt ihr euch in so sogenannten Breakout-Rooms immer zu dritt einfach mal austauschen, networken. Wir machen das 3x5 Minuten. Und ich würde das dann jetzt gleich mal gleich starten. Da könnt ihr euch einfach noch ein bisschen im geschlossenen Raum unterhalten. Und ich starte jetzt einfach mal die Räume. Bis gleich. Bis gleich.